Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Meat Boy. Und ja, wir spielen direkt weiter hier im Level Hush mit Meat Boy. Oh genau, jetzt haben wir nämlich das erste Mal richtige Feinde, diese komischen kleinen Dinger, die dürfen uns nicht berühren, sonst müssen wir sterben. Ja, die sind auch ganz niedlich. Alter, what's going on? Ich meine Skills schon verbraucht, weil ich heute schon mal aufgenommen habe, oder was? Ah, das Level kenne ich. Boah, Alter, hier habe ich ewig gebraucht, um eine Strategie auszuarbeiten. So. Ach, scheiße. Okay, das ist... Schneller, schneller, schneller. Oh, jawoll. So wie sich das gehört. Oh, das Level finde ich cool hier so wegen den Schatten. Da muss man nur einmal hier am Anfang schnell sein. So, komm hier durch, zack. Ah, hab mich schon gewundert, wo die Legs bleiben. What the hell? Das war mal ein interessanterer Bug. Ach genau, da wollte ich hier und dann zack, zack, zack. Genau, da oben war ein Portal, mit dem ich nicht klarkomme. Hier kann ich nämlich auch einen Charakter freischalten, aber das Level probiere ich jetzt mal aus, weil das Level habe ich bisher noch nicht geschafft. Irgendwie so ein komischer, schuhgeiler Batman. Oh mein Gott, Bandagenmädchen. Ja, ein schuhgeiler Batman. Jill from Mighty Jill Off. Oder was stand da? Jill Off? Oder keine Ahnung. Jedenfalls... Moment mal. Ich glaube, ich habe jetzt erst eine besondere Fähigkeit erkannt. Dass wenn ich mehrmals A drücke, halt immer ganz schnell hintereinander, dann kann der so lustig... Ach... Hier, dann kann der so lustig in Schichten quasi... Ah, jetzt... Ich habe mich nämlich damals, als ich das erste Mal versucht habe, gefragt, wie kann man denn das Level hier um Gottes Willen schaffen? Das ergibt natürlich schon etwas mehr Sinn, wenn der Typ quasi mit seiner Furzattacke hier fliegen kann. Nein! Verdammt der Scheiße! Alter, das sieht echt so aus, als würde er quasi je furzen und dadurch hat er den Schwung. So, Nummer 1 geschafft. Oh Gott. Gott. Ich warte gerade nur den Lake ab. Also. So, das ist echt interessant zu sehen, wie da die FPS da so 11. Wow, der ist wie ein Ninja, nur wie Batman. Der ist ein Batman-Ninja. Nein! Ah, verdammter Shit. Komm schon. Komm schon, Batman-Verschnitt. Komm schon, Batman-Verschnitt. Du hast dieselben Fähigkeiten wie der liebe Batsy. Na! Verdammt. Wie die ihm seine Augen so groß werden, wenn der, stirbt, ey. Sind da irgendwelche Drogen auf diesen Stacheln? Boah, morgen ist bei mir wieder Montag. Oh, ich habe keine Lust auf Schule. Ich habe ja im Grunde nichts gegen Schule, weil es gibt ja diese ganzen Gamer-Vorurteile so von wegen, oh Mann, diese Gamer, die hocken ja recht den ganzen Tag nur vor dem PC und machen gar nichts. Ja, bei mir stimmt das. Weil ernsthaft, ich sitze den ganzen Tag nur vor meinem PC. Ja, ich gucke entweder Animes oder ich gucke, oder ich gucke sonstige Videos, oder ich nehme auf, oder ich spiele irgendwelche Spiele, ja. Und halt zwischendurch mache ich halt Hausaufgaben und so. Weil ich habe halt hauptsächlich Gaming-Freunde und wenn es die Schule nicht gäbe, dann hätte ich quasi keinen Kontakt zu anderen Personen, außer zu Jonas und den Leuten in meiner Skype-Kontaktliste. Und ich hätte halt keinen persönlichen Kontakt mit irgendjemandem. Oh mein Gott, das Level sieht jetzt schon so geil aus. Ich muss mich beherrschen, dass ich das Level nicht vergewaltige. Oh Gott. Ja,
Also ich bin jetzt kein so ein fetter Sack, der den ganzen Tag Chips... Das ist nicht so. Ich bin jetzt kein so fetter Sack, der den ganzen Tag Chips frisst und bei sich zu Hause rumsitzt einfach nur. Aber, ich bin halt wirklich so ein Typ, der halt wirklich nichts anderes macht. Also ich lese noch viel, aber ja, ansonsten... Was ich auch immer ganz toll finde, in unserer Klasse bezeichnen uns manche als hobbylos, ne? Dann frag ich immer, ja, aber das ist doch ein Hobby. Weil das ist ja ein Hobby, was wir machen. Wir machen das ja nicht wegen dem Geld. 1 Million Euro in Minute. Nee, wir machen das ja nicht wegen dem Geld, aber ganz viele meinen halt in unserer Klasse, total hobbylos, ne? Warum? Ach du Scheiße. Ist das eine Tusse? Das ist kein Kerl? Okay, im Grunde genommen logisch, weil ich meine Jill, aber naja. Ist das jetzt? Keine Ahnung. Ich muss das mal nachprüfen. Bei Zeit, bei Gelegenheit. Nein, verdammter Scheiß. Zack. Dam. Ja, weil ich habe halt wirklich sonst keine Hobbys, weil ich kann einfach sonst wirklich nichts. Ja, ich habe schon mega viele Sportarten ausprobiert, die wurden mir alle langweilig oder ich habe nicht genug Ausdauer gehabt und ja. Tja, gibt nicht viel, was ich da noch machen könnte. In irgendeinem Verein oder so beitreten, geht mir auch auf die Nerven. Weil, keine Ahnung, ich bin zum Beispiel, sagen wir mal das Beispiel, ich bin im Schwimmunterricht auch ziemlich gut, ja. Aber, wenn ich da dann schwimme, geht mir einfach irgendwann auf den Sack. Also würde mir auf den Sack gehen, wenn ich dann in einem Schwimmverein wäre, ja, wo man dann immer so festes Training und so macht. Ja, ich fahre lieber mal hin und wieder ins Schwimmbad und mache da halt speziell, schwimme einfach meine Bahn, wie ich das gerne hätte, ja. Ohne dann da irgendwie von dem Schwimmverein abhängig zu sein und dann halt mit denen dann immer speziell angeordnetes Training. Bin ich lieber mal allein oder mit ein paar Freunden ins Schwimmbad und schwimme ich ein paar Bahnen einfach, ja. Tja. So ist das Leben. Sollte jetzt quasi schwäbisch sein, das war aber ein bisschen, naja. What the fuck, man? Nein, verdammt. Das ist so gemein manchmal mit den Lecks, ja, weil manchmal, es würde ja funktionieren, wenn nicht der Leck gewesen wäre. Und das verstehe ich in diesem Spiel irgendwie auch nicht, warum das Spiel dauernd Lecks hat, wenn ich aufnehme. Kein anderes Spiel hat Lecks, wenn ich aufnehme, nur Super Meat Boy. Vielleicht sollte ich das mal nicht in Full HD hier laufen lassen, sondern mal im Fenstermodus. Oh, vielleicht würde das klappen. Und ich kann es nicht fassen, dass ich noch so lange in diesem leichten Level hier dranhänge. Das ist nicht zu glauben. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht akzeptabel. Oh. Ah! Nein. Ich finde ja auch die Musik im Hintergrund klingt mega fröhlich. Alter, oh! Na! What the fuck? Was ist das da für ein Lag eigentlich? Mal so kann ich. Nein, ich. So, ich mach jetzt einfach Furzen, weißt du? Alter, die Musik hier klingt echt, keine Ahnung, wie so ein. Wie aus so einem 60er-Jahre-Zombie-Film, finde ich, klingt das irgendwie. Das erinnert mich die ganze Zeit an irgendwas, keine Ahnung. Aber ich kann sowieso nichts, keine Horrorfilme oder so sehen. Ich meine, Scary Movie an sich, das ist Scary Movie, das ist ja nicht mal Horror. Das ist ja mega Verarsche-Film eigentlich. Und das ist ja eigentlich überhaupt gar kein Horror. Trotzdem finde ich das schon doof. Finde ich das schon in manchen Szenen ein bisschen gruselig. Das liegt aber eher daran, dass ich den Film das erste Mal mit 8 Jahren gesehen habe. Und dass ich deswegen ein bisschen
Ja. Deswegen da ein bisschen vorbestimmt war, weil das fand ich ein bisschen dann mit 8 Jahren auch ein bisschen doof. Oh, endlich wieder Farbe. Weil mir den Film mit 8 Jahren anzusehen war dann doch ein bisschen zu extrem. Na. Ah. Dankeschön. Ha. Oh ja, ich erinnere mich. Das kann noch dauern. Das ist so pure Glücks. Moment mal. Ich weiß, wie ich das geschafft habe. Bisschen noch nach links. Fast, hätte ich jetzt nichts machen müssen. Oh, ich habe jetzt gedacht, mit den wenigen Frames klappt es jetzt. Das wäre nämlich witzig gewesen. Finde ich ja, wir müssen sowieso wieder nachher hier nach hinten zurück. Weil wir müssen halt auf die andere Seite, um den Schlüssel da zu holen. Damit das Schloss hier aufgeht. Zack, zack. Tja, ja. Oh, die Bandage. Vielleicht sollte ich mal irgendwas überhaupt versuchen. Ich möchte da unten. Warte, ich zeig mal. Hier, da möchte ich landen, wo ich jetzt gerade dran an der Wand geglitscht bin. Da würde ich gerne drauf landen. Ich weiß, dass man das kann, aber da muss ich natürlich ganz, ganz knapp da sein. Boah, wer ist der Pro, Mann, ey? Wer? Nein! Ich glaub... Endlich kann ich wieder atmen. Oh Gott. Guckt, seht euch da an, wie oft ich da war. Gott, so übel. So übel. Alter, wie ich mich gerade vom Spiel verarscht gefühlt habe, ey. Boah, ich hab jetzt gedacht, jetzt hier. Naja, okay. Ah, genau. Oh, das ist geil. Ah, okay, dass da Framehooker kommen, das war irgendwie zu erwarten. Obwohl, ich glaube, ne. Ja, hab ich mir gedacht, das liegt gar nicht daran. Ah! Toll, das ist. Zack, jawoll! So wie sich das für einen Pro-Master gehört. Komm, ein Level schaffen wir. Oh, yeah. What the fuck, man? Jawohl. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das mit der heutigen Folge. Let's Play Super Meat Boy. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, und dann würde ich sagen, tschüss.